Okay, ist awesome. Awesome, Cash. Scarecrow kann nicht allein dahinter stecken, dafür ist es zu groß. Ganz Gotham. Nicht einmal der Joker hätte das hinbekommen. Das ist Zeit, die ich nicht habe. Wenn Joker das gewollt hätte, hätte er es sicherlich hinbekommen. Keine Ahnung. Übrigens, ich habe Jack Ryder im Verhörraum. Der Typ ist fast draufgegangen, als er versucht hat, die Unruhen zu filmen. Er hat nach dir gefragt. Ach nö, Jack Ryder. Ja. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass dieser grünhaarige Bastard tot ist. Mit dem Gesindel auf der Straße werden wir fertig, Batman. Aber die Miliz und diese anderen Freaks, das ist deine Sache. Aus der anderen Richtung kommt nicht. Das übernehme ich gern. Großzügig. Bevor die Nacht rum ist, sind meine Haare so grau wie Gordons. So grau sind die noch gar nicht. Na gut, die sind schon Diese grau-grau, Ausrede aber kenne ich nicht schon, Sir. grau-grau-grau-grau-grau. Es gibt ja immer noch Färbemittel, Cash. Wie alt ist Cash eigentlich? Keine Ahnung. Wie Ich alt ist wusste nicht, dass Betsy? Sie Experte sind. Die Männer haben Angst, Batman. Scheiße, ich habe ja schon einiges gesehen. Aber das hier, das ist anders. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass dieser grünhaarige Bastard tot ist. Die nennen Joker einen Bastard. Sieh mich auch. Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, ja, sehen wir mal. please. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich Nicht weiß, du Eddie. bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Fernandes, hier Gordon, wie ist der Status? Ich das schon lese. Ja, der Riddler wurde gesichtet. Geh mir weg. Geh doch weg. Ja, Missionsauswahl. Nutze die Missionsauswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham City zu wählen. Wenn du einen neuen Superschurken oder eine Mission geortet hast, werden diese automatisch zur Auswahl auf diesem Bildschirm hinzugefügt. Wähle dieses Symbol und wenn du zur Jagd nach Scarecrow zurückkehren möchtest. Nö, 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 nö. Hier habe ich gerade sowieso gerade keine Lust. Rätsel gelöst. 0 von 243. Übertreibt, Rocksteady, übertreibt. Feuerwehr. Wir machen Feuerwehr. Für den Feuerwehrmann. Ich finde die vermissten Feuerwehrleute. Viel Glück da draußen, Batman. East River zurück. Ja, viel Glück da draußen. Viel Glück da draußen. Erstmal wieder ein paar Dinge lesen. Eddie. So, Aaron Cash, Beruf GCPD Officer. Ehemals ja Wächter in der Anstalt von Arkham Asylum. Hatte keine Lust mehr, ja. Standort Gotham City, Augenbrauen, Haare schwarz, Größe 1,83, Gewicht 91 Kilo. Erstes Auftreten Arkham Asylum, Hölle auf Erde Nummer 1. Aaron Cash ist ein Bürger Gothams durch und durch und hat seine gesamte Karriere im Dienst der städtischen Polizei oder von Sicherheitsbehörden verbracht. Cash stieg zu einem der hochrangigsten und meistgeachtetsten Wachmänner des Arkham Asylum auf, wo er durch einen brutalen Angriff durch Killer Croc seine Hand verlor und einen tiefen Hass gegenüber der Kreatur entwickelte. Er ist ein treuer Freund von sowohl Batman als auch Commissioner Gordon. Letzterer stellte ihn nach der Schließung von Arkham City wieder in seine alte Position beim GCPD ein.
Also mit anderen Worten, bevor er im Arkham Asylum war, war er beim GCPD, ist dann aus irgendwelchen Gründen Wachmann im Arkham Asylum geworden, ist jetzt wieder beim GCPD? Fehlende linke Hand, Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen, überragende körperliche Stärke. Ja, Captain Hook. Der Riddler. Richtiger Name, Eddie Nashton alias Edward Nigma. Meine Laune sinkt jetzt schon immer mehr, nur wenn ich diese Hackfresse sehe. Berufsverbrecher. Standort Gotham City, Augen blau, Haare braun, Größe 1,85, Gewicht 83 Kilogramm. Erstes Auftreten Detektiv Comics Nummer 140. Aufgrund eines krankhaften, gesteigerten Verlangens nach Aufmerksamkeit versucht Edward Nigma ständig unter Beweis zu stellen, dass er der gerissenste und klügste aller Verbrecher ist. Für jedes seiner Verbrechen stellt er daher Rätsel zusammen. Batman erwies sich immer als würdiger Gegner und selbst die vertracktesten Rätsel des Riddlers lösen konnte. Doch Nigma bleibt davon besessen, ein Rätsel zu erdenken, das der dunkle Ritter nicht knacken kann, selbst wenn er jemanden dafür töten muss. Nach der Erniedrigung, die Nigma auf Arkham Island und in Arkham City durch Batman erfahren hat, will er ihn mehr denn je in die Knie zwingen. In deinen Träumen, Eddie. Nein, noch nicht mal in deinen Träumen. Nicht mal da gönne ich es dir. Du kriegst es überhaupt nicht gegönnt. Auch nicht in deiner Fantasie. Ach, vergiss es. Ein genialer Verstand hinterlässt Hinweise auf seine Verbrechen, um andere zu testen. Zwanghaftes Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Hast du irgendwas zu sagen, Gordon? Nö. Wir haben keine Zeit. Geht paarweise, gebt euch Rückendeckung. Na gut, wenn wir keine Zeit haben, dann gehe ich einfach. Nie aus der Nähe gesehen. Jetzt kannst du mich aus der Nähe betrachten. Oh je, sie wird nervös. Sergeant Groszek. Wir halten zu dir, Batman. Wir ja. Alle. Owens vom Diner will dich vermutlich tot sehen, aber alle. Warum? Wir sind Team Batman. Was habe ich getan? Wieso will er mich tot sehen? Ich habe doch nichts getan. Aber ja, Team Batman, ne? Weißt du, solange dieses Symbol den Nachthimmel erhält, gibt es noch Hoffnung. Hoffnung. Ja, Hoffnung. Wir halten zu dir, Batman. Wir alle. Owens vom Diner will dich vermutlich tot sehen. Aber alle anderen, wir sind Team Batman. Team Batman. Detective Hobbs. Gordon muss verrückt sein, da rauszugehen. Glaubst du, du kannst ihn überzeugen, hier zu bleiben? Diese Stadt ist seine Heimat und die seiner Familie. Er ist bereit, dafür zu sterben. Ja, genau wie Betsy. Jetzt sind es nur noch wir, die Gotham vor einer ganzen Armee beschützen sollen. Oh, und als wäre das nicht genug, brütet Scarecrow noch etwas aus. Ja, hoffentlich kein Ei. Wobei, doch, ja, lieber Ei anstatt einen teuflischen Plan. Ja, nein, du solltest lieber nicht Scarecrow mit einem Vogel vergleichen. Böse. Ivy festzunehmen war eine gute Idee. Ist mir egal, ob sie sich gegen Scarecrow gewandt hat. Sie ist gefährlich. Jetzt sind es nur noch wir, die Gotham vor einer ganzen Armee beschützen sollen. Naja, probier das aus. Brütet Scarecrow noch etwas aus. Wie er es da rausgeschafft hat, ohne jemanden zu erschießen? Die Leute in dem Diner haben sich gegenseitig zerfleischt. Seht das nur ich so oder lässt dieses Gift einfach nicht nach? Ich hoffe, du liegst falsch. Er macht da drin die Hölle durch. Ja, natürlich hat man ja auch eine Anfangsszene, als man hier Owen gesteuert hat, auch einfach auf die ganzen Zombies schießen können. Sergeant Denning. Du solltest dir anhören, was er so von sich gibt. Es klingt, als würde er drinnen sterben. Hat schon jemand herausgefunden, ob das ansteckend ist? Vielleicht sollten wir ihn zu Ivy in die Zelle stecken. Ivy ist dagegen immun. Du solltest dir anhören, was er so von sich gibt. Es klingt, als würde er drinnen sterben. Lancaster. Die Sanitäter sagen, wir können nichts mehr für ihn tun.
Nur noch beten. Ja, anstatt mal hier Gegengift herzustellen. Aber jetzt ist wahrscheinlich sowieso der Einzige, der das kann. Was hat er da eigentlich im Gürtel? Achso, sein Schlagstock. Am Weiten hat es irgendwie ausgesehen wie so eine Spitzhacke. Kleine Spitzhacke. Oh, zu viel Minecraft, ne? Interviewroom. Hallo Ryder. Keine Aufzeichnung, nichts. Vermute, dass er sich nicht lange verbergen wird. Denn der Herr hat einen äußerst grausamen und dunklen Ort geschaffen. Das hat er. Dorthin schaffen wir die Heiden, die schuldigen Männer und Frauen in seinen Hallen des Schmerzes, wo Flammen sehen lodern und glühende Kohlen wie Hagel vom schwarzen Himmel regnen. Denn wisset, Gothams Tage sind gezählt. Ich sah es. Er hat es mir gezeigt. Er zeigte mir das Feuer. Er zeigte mir die sich bindenden Leiber in den Flammen. Firefly? Genau das erwartet all diejenigen, die mich nicht mit vollem Herzen akzeptieren. Ich bin der Bote der Wahrheit. Denn der Herr gab mir die heilige Salbung. Er hat mich über alle anderen gestellt und mir und meinen Kindern unseren rechtmäßigen Platz im neuen Reich versprochen. Oh ja, ihr alle werdet Fürsten dieser neuen Welt sein. Blackfires Predigten werden schlimmer. Er wartet nicht auf das Ende, er schwört es herbei. Und ich werde dabei sein, wenn es soweit ist. Ja, schön für dich. Was soll das überhaupt für ein Gegner sein? Moment, Moment, ist das? Keine Spur von dem Prediger. Keine Aufzeichnung, nichts. Vermute, dass er sich nicht lange verbergen wird. Die Insel da unten? Ja. Okay, ich weiß, welche Insel das ist. Schön für dich. Was willst du hier, Ryder? Hey, wie geht's meinem liebsten maskierten Rächer? Ist eine dieser Nächte, was? Du solltest nicht in der Stadt sein. Du denkst bestimmt über das Band nach. Du bekommst es, wenn du mich auf den neuesten Stand bringst. Was meinst du? Nein. Ich bin nicht sicher. Du hättest evakuiert werden sollen. Und die Story des Jahres verpassen? Ah, des Jahrhunderts. Das ist sie. Meine Chance, zurück nach oben zu kommen. Quid pro quo, Batman. Was Neues zu Scarecrow? Gibt's Spuren? Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Hey, ich versuch's. Die kommen immer zu mir. Ja. Ich muss da besonders an Arkham City denken, ne? Besonders an Arkham City. Besonders an Arkham City. Jack Ryder, Beruf investigativer Reporter, Standort Gotham City, Augen blau, Haare schwarz, Größe 1,83, Gewicht 88 Kilogramm. Erstes Auftreten, Showcase, Nummer 73. Jack Ryder ist ein investigativer Journalist und Gastgeber einer umstrittenen Talkshow. Er ist für seine aggressive Art und seine Unachtgiebigkeit bekannt, wenn es darum geht, die Wahrheit aufzudecken. Nach seiner Begegnung mit dem Tod in Arkham City schrieb Ryder eine Reihe von Leitartikeln, denen er die Anlage verurteilte. Seine eigenen Angaben nach hatte Ryders Worte großen Einfluss auf die Entscheidung des Staates, mehrere fälschlich inhaftierte Häftlinge zu entlassen und ihnen bedeutende Entschädigungszahlungen zukommen zu lassen. Ja, es ist seine Schuld, dass die Stadt pleite gegangen ist. Entschlossener Reporter, bekannt dafür, Storys sehr energisch nachzugehen. Berühmt für seine umstrittene Talkshow. Kompletter Mangel an Selbsterkenntnis. Oh, und das wird ihn eines Tages natürlich in Schwierigkeiten bringen. Grausamer Ort.
Ja, und uns ist immer noch am... Ja. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat Pläne für dich, Batman. Dich und all deine Freunde. Heute ist die Nacht, in der wir die Fledermaus endlich knacken.